Hallihallo, liebe Pokémon-Freunde, da bin ich wieder, euer Letzeb, und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Runde Pokémon Uranium. Wir betreten jetzt als nächstes gleich die Höhle aus der letzten Folge, schließen wir noch an, und hier werden uns gleich wieder wilde Pokémon erwarten. Ihr wisst, dass ich das Ganze kommentiere, da leider die ganze Tonaufnahme verloren gegangen ist. Oh, ein Sableye. Oh Gott, diese Namen. Wer denkt sich das denn aus? Vom Englischen ist es ja noch schlimmer als im Deutschen, stelle ich fest. Habe ich jetzt schon ein paar Mal festgestellt. Im Deutschen sind die Namen noch halbwegs aussprechbar, aber Sableye ist wirklich ein Name, wo ich mir denke, oh Gott. Naja, hier ein Trainerkampf. Genau, hinter dieser Höhle hoffe ich, dass wir doch ganz galant, wie wir sind, in die nächste Stadt gelangen. Und ich kann euch sagen, wir dürfen auf alle Fälle gespannt sein. Hier kämpfen wir wieder gegen einen Kligar. Das dürfte eigentlich kein Problem sein für unser Fayou. Doch das ist noch sehr angeschlagen. Es ist noch paralysiert vom letzten Mal und es ist auch schon ziemlich mit seinen HPs am Ende. Sagen wir mal, im hinteren gelben Bereich würde ich das benennen. Okay, wir haben das aber noch besiegt. Das ist ein blöde Gligar. Nun ja, gut. Ich bin gespannt, wo uns das Ganze hinführen wird. Wir wählen jetzt kein anderes Pokémon aus, wie ich gerade gesehen habe, sondern wir bleiben bei Fayou. Ist auch das Klügste, was wir machen können gegen diese ganzen fliegenden Skorpione. Die sind übrigens auch noch aus der zweiten Generation bekannt, genau wie das Sableye. Ich glaube, die haben sich doch ganz schön auf diese Pokémon berufen. Die waren auch noch ganz beliebt, glaube ich, oder? Silber-Pokémon und aus der Gold-Edition, aus der silbernen Edition, die waren alle noch relativ besiegt. So, und jetzt könnt ihr euch auf was gefasst machen. Denn dieses Vieh beherrscht eine Attacke namens Ancient Power und die wird uns total blatt machen. Und ich verstehe bis jetzt immer noch nicht, wieso. Ich dachte, hey, das wird kein Problem für, sagen wir es, Myrrhe. Ja, warum nicht? Setzen wir es Myrrhe ein, bis ich mir überlegt habe, Moment mal, so Felsattacken zerquetschen doch Insekten ganz einfach oder einfach nicht. Ja, und damit lag ich dann auch richtig. Ja. Naja, das Ende vom Lied könnt ihr euch schon vorstellen. Hier ist jetzt auch der Moment, wo ich mir dann überlegt hatte, es ist dumm, drei Feuer-Pokémon bei mir zu haben. Deswegen werde ich mich dann bald von Smyrre trennen. Fürs Erste. Super effektiv. Papagei leider auch sofort besiegt. Ja, Stein gegen Flug-Pokémon ist leider effektiv im Gegensatz zu Boden-Pokémon. Also Boden-Pokémon sind schwach gegen Flug, aber Stein-Pokémon sind stark gegen Flug. Dings hat leider auch kaum noch HP. Wir laden es zwar auf. Doch. Doch, wir laden es auf, aber bringt uns leider gar nichts, wie ihr jetzt sehen könnt. Es ist traurig, es ist wirklich traurig. Ach, Mist. Ich weiß auch nicht, irgendwie warum dieses Vieh auf einmal so einen Schaden macht. Dieses kleine, unbedeutende, gelbe, hässliche, mit seinen Schielaugen mich anstarrende, halbes Flügel Skorpionwesen, wo man einfach, das sieht aus wie so ein Pantoffel oder wie so ein Hausschuh, den man sich quasi so, weißt du, da könnte man schön mit seinem Fuß reinschlüpfen. Ich wette, das Pokémon wird auch in Pokémon Land Nintendo gerne mal zu Hausschuhen weiterverarbeitet. Es wird einfach ausgestopft und dann kann man seinen Fuß da reinpacken. Ja, ich bin ein bisschen sauer auf das Pokémon, es tut mir leid, was ich hier sage, aber es macht uns leider übelst platt. Und Smyrre, ich habe mir hier auch wieder überlegt, das bringt nichts, Smyrre zu heilen, das ist, da kann man nichts hinüber. Ich wollte flüchten aus einem Trainerkampf, das geht leider nicht. Nein, das geht nicht. Und jetzt müssen wir leider Nightshade probieren wir aus. Oder hatten wir das schon ausprobiert? Ich glaube, das hatten wir schon ausprobiert. Hat leider nicht sehr viel gebracht. Das war's. Wir sind wieder gestorben. Also ohnmächtig geworden und haben 600 Pokédollar verloren. Um Gottes Willen, wieso ist das eigentlich so viel jetzt mittlerweile? Das ist wirklich, also wir sollten wirklich aufpassen, dass wir nicht so oft sterben. Naja, egal. So, jetzt habe ich mich dazu entschieden, jetzt tausche ich Smyrre um. Das war der falsche Knopf.
ja, genau, Smyre wird abgelegt, weil, wie gesagt, es ist einfach ein weiteres Feuer-Pokémon, was wir nicht brauchen. Wir brauchen aber Papagei, weil das eben noch Flugattacken hat. Und Flugattacken sind nun mal wichtig, wie wir gesehen haben, gegen Insekten, gegen Pflanzen-Pokémon vor allem. Obwohl wir da ja auch Feuer haben, aber auch gegen andere Typen. Und wir entscheiden uns für Mistrevu, ein Geister-Pokémon, das Levitate besitzt. Also fliegt quasi, es schwebt. Und das brauchen wir auch. Und wir geben ihm gleich noch den EP-Scherer. Ich kann euch sagen, der funktioniert einfach wunderbar bei dem Pokémon. Ich glaube, das machen wir draußen. Ja. Hier packen wir unseren schönen... Den hat ja bisher immer Batsnake noch gehabt, aber... Das ist ja jetzt Level 19, das reicht erstmal aus. Und jetzt kriegt erstmal Mistrevu den. Damit wir mit ihr... Ist nämlich ein Mädchen, mit ihr einiges rausholen können. Na, wo ist es? Unter Items, du Idiot. Da ist es genau. Blödes altes Ich. Vergangenheitsseb. Ach ja. Ach, was war ich da noch jung vor? 2 Stunden. Oder vor 1 Stunde war das, habe ich es aufgenommen. Ach ja. So. Jetzt rammeln wir, weil wir keine Lust mehr haben, ewig zu warten. Ja, wenn wir wüssten, was da noch auf uns zukommt, dass wir das Ganze nochmal ansehen müssen und das Ganze nochmal kommentieren müssen, da würde ich mir noch an den Kopf hauen. Ich habe das aber leider auch überhaupt nicht überprüft gehabt, weil ich ging davon aus, dass es einfach funktioniert wie immer, aber scheinbar nicht. Seit ich mein Mikro mal rausgesteckt hatte und nochmal reingesteckt hatte, ging es nicht mehr. So, fangen wir das jetzt ein? Nee, ich glaube nicht, weil wir es hassen. Wir hassen es in diesem Moment und ich hasse es auch immer noch. Weil es uns so fertig gemacht hat. Egal. Wieder in der Höhle, die so toll ist. Ich will einmal schön im Kreis laufen. Aber die ist auch nicht so lang, die Höhle. Die ist Gott sei Dank nicht so lang, das kann ich euch schon verraten. Da kommen wir auch noch die Folge ganz schnell raus. Ich weiß gerade gar nicht, warum wir hier Flammenrad benutzen und nicht einfach abhauen. Wegen der Erfahrung für irgendein Pokémon? Keine Ahnung. Auf jeden Fall besiegen wir es in Bleakloch ganz locker. Mit Feuer. Ah, hier Mistrevu kriegt 193 Erfahrung. Ich glaube, für das Vieh haben wir da so ein bisschen schon Erfahrung gesammelt. Kriegt echt viel. Dadurch, dass es so ein besonderes Pokémon ist, so ein Mystery Gift, kriegt das eine Menge Erfahrung. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Weil wir brauchen die. So, der nette Herr hier möchte wieder gegen uns kämpfen. Und diesmal kann ich euch verraten, wir besiegen ihn natürlich. Diesmal schaffen wir es. Klicker ist ja kein Problem. Das Problem war ja vorhin nur, dass Faiwu schon so angeschlagen war. Das ist das Problem, wenn man sich auf ein starkes Pokémon verlässt. Auf Faiwu jetzt Level 24, denken wir, ist unser stärkstes Pokémon. Aber sobald das tot ist und man dann nur noch schwache Pokémon hat, kann man leider kaum noch was ausrichten. Es ist leider so. Und eigentlich müssten wir viel mehr gegen wilde Pokémon trainieren. Ich finde das bloß immer so zeitaufwendig. Ich will vorwärts kommen im Spiel. Habt ihr gesehen, das hat jetzt 1500 Erfahrung gekriegt, das Mistrevu, und steigt jetzt Level 12, Level 13, Level 14 auf. Übelst krass. 4 Level ist es aufgestiegen mit einmal. Und es lernt jetzt Confuse Ray, tausche ich gegen Kohl. Weil Kohl macht keinen Schaden und Confuse Ray ist natürlich schön verwirrend. Also es verwirrt Gegner quasi und die beschädigen sich dadurch dann selbst. Das finde ich immer ganz lustig. Also habe ich das gleich mal benutzt. So, wechsle ich das Pokémon? Nein, ich glaube nicht. Genau. Genau, das mache ich nämlich nicht, weil mit Flammenrad sind wir im 0, nichts dadurch. Und ich glaube, mit Faiwu besiegen wir jetzt auch noch das hässliche gelbe Vieh. Alter, wie das jetzt abgeht, ich weiß nicht. Faiwu ist vielleicht nicht so stark und kann nicht so viel ab, aber es hat eine übelste Geschwindigkeit drauf, wie ihr gerade gesehen habt. Es hat 3 Attacken hintereinander gemacht, ohne dass das einmal zucken konnte. Das war mega krass. So, Dunsparce, das machen wir jetzt auch noch fertig mit Flamwheel. Ja, seht ihr, das passt. Ich habe gerade im richtigen Moment gegähnt. Es wollte uns nämlich auch wieder ermüden. Hat aber nicht funktioniert. Ancient Power, mein Lieber. Doch, es hat funktioniert. Jetzt sind wir eingeschlafen. Ah, verflixt. Ah ja, das geht immer erst eine Runde später dann mit dem Einschlafen. Ja, es wird ein knapper Kampf, kann ich euch verraten, weil wir eine Weile schlafen.
weil das verdammte Fayu einfach nicht aufwachen will. Wach auf, Junge, wach auf. Nein, nicht nochmal. Aber das hat es geweckt. Das geht jetzt, das wundert mich, was jetzt passiert. Defense Rolls, Attack Rolls, Special Attack Rolls, Special Defense Rolls, Speed Rolls. Alter, übelst krass, oder was da alles ansteigt auf einmal. Nur weil es uns mit dieser Attacke getroffen hat. Ich glaube, es stirbt. Ich glaube, unser Fayu stirbt. Ja, stimmt. Es hat versagt, aber wir schenken jetzt die Erfahrung natürlich Fluffy, weil es muss nichts mehr machen. Dunsparce brennt, ist jetzt verbrannt und Fluffy bekommt die ganze Erfahrung. Das ist sehr gut, weil Fluffy braucht die nämlich. Und wir sind Level 15 mit Fluffy. Und wir bringen ihm aber nicht Charge bei. Ich möchte gerne Charge lernen, aber das ist nur diese Aufladeattacke. Die finde ich aber auch wieder so typisch, die braucht man nicht unbedingt. Deswegen lassen wir das. Nein, wir möchten sie nicht. Und Mitrivu kriegt noch Level 17. Sehr gut, das ist jetzt super stark und super schnell. Und Fluffy entwickelt sich. Genau, Fluffy, is evolving. Und es dreht sich und es dreht sich und es zirkelt sich und es dauert ewig. Ich weiß nicht, warum das sich so ewig drehen muss. Aber egal. Endlich mal eine Weiterentwicklung von einem Pokémon. Das freut mich ungemein. Und wir haben ein wildes... Nee, kein wildes mehr. Ein Fluffy haben wir jetzt. Oder ein Fluffy? Vielleicht ein Fluffy. Fluffy und Fluffy. Aber es heißt natürlich trotzdem weiter Fluffy. So, jetzt habe ich kurz eine Weile nichts gesagt, weil wir einfach bloß diese kleine Strecke gelaufen sind. Hier, letzter Kampf, bevor wir die Höhle endlich verlassen können. Gegen einen weiteren Hiker. Und der hat natürlich 4 Pokémon, Leute. Aber wir schaffen das, wir schaffen das, wir besiegen die. Oh, ich spoilere euch jetzt immer schon ganz schön. Kam vorher, ist gar keine Spannung mehr dabei. Ja, wir gewinnen. Kann ich euch sagen. Es passiert nichts Besonderes, wir gewinnen einfach. Naja, es sind halt wieder Klicklers und so dabei. Aber wir haben ja Batsnake noch und so. Und wir haben auch noch unser Bosshound. Also nicht Bosshound, sondern Yoman. Und wir regeln das ja einfach locker flockig mit den hässlichen Krabblern. Ich glaube, wir benutzen auch gleich schon mal Mitrivu, aber ich bin mir nicht sicher. Oder Mistrivu. Ich weiß nicht, ob ich spreche das Französisch aus. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Wir setzen unser Fluffy auch ein. Fluffy mit Donnerschock ist leider aber immer noch Level 15 und das hat überhaupt keinen Effekt auf Kliga. Das war eine schlechte Wahl, deswegen wechseln wir auch gleich wieder das Pokémon. Ja, das bringt nichts. Wir möchten ja, dass Fluffy ein paar Erfahrungspunkte dazu bekommt. Genau, jetzt wechseln wir nämlich zu Mistrivu. Oder Mistriavu. Und wir benutzen... Ich konnte mich bei diesen ganzen Attacken nicht entscheiden. Wir haben 3 Geisterattacken und eine Psycho-Attacke. Also das ist die Psywave. Leider fand ich hier die Animation recht arm. Normalerweise ist es so eine coole Welle, die dazu fliegt zu dem Gegner. Und jetzt ist nur hier dasselbe. Astonisch, keine Ahnung, was das ist, weil die Animation wieder dieselbe ist. Aber Spite hat gar keinen Effekt. Oder Speed, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich denke Spite. Dafür ist dann Confuse Race übelst cool gemacht. Confuse Ray sieht übelst cool aus, wohingegen Psywave nur so eine schwache, weiß ich nicht, Gesichtsklatsch-Animation ist. Total albern. Braucht kein Schwein. Da hätten sie sich die Animation auch sparen können. Und Astonisch genauso. Weil das ist einfach bloß die Tackle-Animation. Naja, egal. So, wir kriegen 1220 Erfahrung übrigens und steigen wieder Level 18 auf. Ein weiteres Level und wir sind fast Level 19. Als nächstes Barrel. Ich weiß gar nicht, behalten wir Mistrivu da? Nein, wir behalten es. Du hast gerade Nein gelesen und automatisch Nein gesagt. So, Psywave. Macht nicht so viel Schaden. Das kann nämlich mit seinen Klauen ein Geist-Pokémon irgendwie verletzen. Weil es Metallklauen sind. Metall ist scheinbar effektiv gegen Geist. Oder nicht effektiv, aber es macht auf alle Fälle Schaden. So, die geile Confuse-Attacke haben wir wieder gemacht. Bringt auch ein bisschen was. Kann ich euch schon spoilern. Spite benutzen wir auch.
Ich weiß nicht, was das bedeutet. Es ist irgendwie fused, nimmt irgendwas weg, TPP von irgendwas. Es macht aber keinen Schadensbite. Ich verstehe die Attacke ehrlich gesagt nicht. Ich benutze sie gleich nochmal. Weil ich da schon confused war. Ich guck nochmal. Claw by Four. Kann sein, dass es quasi die... Ja, man hatte nur eine bestimmte Anzahl von Attacken, die man ausführen kann pro Attacke. Also man kann jetzt nur 20 Mal Psywave machen zum Beispiel. Ist jetzt nur aus der Luft gegriffen, ich weiß nicht, wie es ist. Und davon kann man was wegnehmen mit dieser Attacke, glaube ich. Dass man sagt, ah, ich klaue dir jetzt 5 Mal die Attacke. Dann kann der dir nur noch 15 Mal machen und nicht mehr 20 Mal. Hier könnt ihr es ja sehen. Ja, stimmt, PP. Da hatte ich recht. Also PP bedeutet die Anzahl der Attacken, die möglich sind. Confused Way können wir zum Beispiel nur noch 8 von 10 Mal benutzen, weil wir es schon 2 Mal benutzt haben. Mean Look war eine neue Attacke, die wir hätten erlernen können bei Level 19. Haben wir aber nicht. Mean Look bedeutet, dass wir im Pokémon anstarren können. In einem Kampf ein wildes Pokémon und dass das nicht fliehen kann. Ist in bestimmten Fällen ganz sinnvoll eigentlich, aber brauche ich jetzt noch nicht, denke ich. Sowas bräuchte man gegen legendäre Pokémon. Oder für legendäre Pokémon, damit man die einfangen kann, damit die nicht fliehen. Ich erinnere mich an die silberne und goldene Edition und auch an die Kristall-Edition. Da gab es ja diese 3 Hunde-Pokémon. Und die hat man immer gefunden und die sind dann aber immer geflohen, wenn man die mal gefunden hat. Ja, die sind ja immer von Route zu Route gesprungen, man musste die übelst jagen über die Map. Und wenn man sie gefunden hat und in den Kampf verwickelt hat, wollten die immer fliehen. Deswegen musste man da immer so eine Attacke einsetzen, damit die nicht fliehen können. Und trotzdem konnte man sie dann nie fangen. Außer man hatte den Meisterball-Klon-Sheet benutzt. Also, dass man den Meisterball immer geklont hatte. Ach ja, das war auch noch so eine Sache. Da hat man ja auch automatisch immer Pokémon mitgeklont. Das war irgendwas mit dieser Erziehungsanstalt für Pokémon. Irgendwie, dass man die abgegeben hat und dann hat man Ei gekriegt und so. Und daraus ist dann der Klon entstanden oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr. So, wir haben es durch die Höhle geschafft und sind hier in der neuesten Route. Ganz interessant. Die Route ist eine Wüste. Und das finde ich echt cool. Die Musik geht auch ganz schön ab. So, hier ist sowas wie ein Pokémon-Center. Finde ich ganz toll, die arme Frau hier ganz alleine in der Wüste in ihrem kleinen Häuschen mit 3 Betten. Aber was soll's, solange sie glücklich ist, diesen Job zu machen und Pokémon zu heilen. Warum nicht? Hat ja eine Playstation da stehen. Oder eine Wii. Vermutlich eher eine Wii. Und wir gehen wieder in die Wüste, wo wir die coole Musik hören. Genau, und da kommt auch schon der nächste Pokémon-Trainer. Den kann ich jetzt schon nicht leiden. Ihr werdet auch gleich sehen, warum nicht. Na los. Ach ja, da bin ich kurz stehen geblieben, weil man das Meerrauschen hörte. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt auch nochmal gehört habt. Heidenhub, von den 7337 Skills, let's fight. Alter, Heidenhub. Die Begrüßung, ey. Irgendeinen Fremden anquatschen mit Heidenhub. Das kann nur ein Cedric sein, der sowas sagt. Hier ist wieder dieses komische Brand. Mit seinem komischen Handschwanz. Schwanzhand. Oh Gott, das klingt im Nachhinein ein bisschen albern, wenn man das so sagt. Ja, Feuer wieder nicht effektiv. Und Faibu stirbt. Kann ich euch schon verraten. Ist aber jetzt nicht so problematisch. Weil wir da uns gleich aufladen können bei der netten Dame wieder. Was wir auch gleich nochmal tun werden. Mistriu setzen wir ein. Und das ist leider auch gegen Beißattacken gar nicht gewappnet. Weil das war ja Unlicht. Und Undicht ist sehr effektiv gegen Geistattacken. Das weiß ich noch. Deswegen ziehen wir das auch zurück neben Papagei. Papagei versucht es. Wir sterben mit Papagei. Und wählen als nächstes dann Joman. Ich glaube, Joman ist ganz gut. Joman kann ganz schön was ausrichten gegen das komische Barrett. Ja, definitiv. Das macht Schaden. Das ist positiv. Weil so ein Biss Gott sei Dank auch nicht effektiv ist gegen Joman. Weil Joman ist, glaube ich, Unlicht, oder? Kampf-Unlicht-Pokémon, sowas, weil es zu dunkel ist.
Ah ja, und wir erlernen unser Dingens. Fallu erlernt eine neue Attacke, weil es ein Level aufgestiegen ist. Magnitude. Und die tauschen wir natürlich gegen Mudslap, weil Magnitude macht echt Damage, haben wir ja gesehen. Und das wird richtig geil, wenn wir das dann einsetzen können im Kampf. Ist ja eine geile Bodenattacke, die macht echt Schaden. Und Yoman ist auch Level 21 geworden. Und Mystery Wu natürlich auch Level 20. Wen sendet er jetzt? Felunge. Das ist die Weiterentwicklung von dieser komischen kleinen anderen Katze. Feling, glaube ich, war es. Das war auch ein hässliches Vieh. Naja, was soll's. Das hier sieht auch nicht hübscher aus. Ist aber auch irgendwie ein Kampf-Pokémon plötzlich. Kann auf jeden Fall Kampfattacken. Gegen Yoman, die natürlich sehr effektiv sind. Aus irgendeinem Grund zaubert es ein paar Kampfattacken aus seinem Ärmel. Aber wir tauschen natürlich gegen... Wen setzen wir ein? Fluffy? Fluffy ist jetzt, ich weiß nicht, ob es die richtige Wahl. Doch. Mit Fluffy besiegen wir das, glaube ich, sogar. Oder? Mal gucken. Wir müssen ja nur noch einmal Donnerschock treffen und schon treffen wir das. Töten wir es. So. Ja. Besiegt. Und Level 16. Level 16, meine Freunde. Fluffy kann aber nicht nochmal. Jetzt will es nämlich nochmal aus irgendeinem Grund, nachdem es sich weiterentwickelt hat, will es nochmal Charge lernen. Aber wir sagen gleich nein. Kein Charge, Fluffy. Mystery Wu ist Level 21. Und in dem Moment entscheide ich mich. Was hat er gesagt? Hex? Ach ja, und jetzt stellen wir natürlich fest, wilde Pokémon in der Wüste. Und wir denken uns, verdammt, ich hatte mich nämlich gefreut, dass wir einfach durch die Wüste laufen können, ohne dass uns wilde Pokémon aufhalten, aber nichts da. Hier kommen lauter wilde Pokémon an. Aber die Wüste an sich finde ich schon cool. Vor allem ist da im Hintergrund noch schön, das Meer zu sehen. Das sieht auch cool aus irgendwie. Das haben sie richtig cool überlegt. Ach ja, wir können wieder nicht entkommen. Aber Flammenrad wird das Problem schon lösen. Wunderbar. So. Besiegt. Und jetzt nochmal schnell zur Pokémon-Heilerin. Pokémon heilen. Und damit beendet sich jetzt auch gleich schon die Folge. Wir wechseln nur noch schnell das Erfahrungsgerät von dem... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Von dem französischen Pokémon. Von dem französischen Geister-Pokémon. Zu... Fluffy, weil Fluffy Level 16 ist und es sollte langsam auch mal Level 20 kommen. Genau, von Mystery Wu nehmen wir es und packen es zu Fluffy. So läuft das nämlich. Na los, mach. Hopp. Item. Gif. Und da ist es auch schon. Und wir geben es ihm. Na los! Meine Güte. Manchmal lasse ich mir echt schön viel Zeit in diesem Spiel. Ja. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, danke fürs Zusehen. Wieder und bei der nächsten Folge kann ich hoffentlich wieder richtig Let's Playen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bin euer Let's Seb. Und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Uranium.